Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Heute werde ich ein bisschen Lauch aussehen, denn neben mir ist der Oliver Hassler, Vize-Weltmeister im Ringen. Und ja, ist immer ein sehr interessanter Gesprächspartner, einfach weil er auch viel mit Kraft natürlich zu tun hat, auch mentalen Fokus in deiner Sportart. Und du hast ja gewonnen, die Silbermedaille bis 98 Kilo. Wie viel wiegst du denn jetzt momentan? Also momentan, dadurch, dass wir hier im Robinson gut verpflegt werden, sind es ein paar Kilo mehr. Ja, 103 oder so. Zurzeit habe ich eigentlich nur 100, 101 so ja. Jahresperiodisierung. Aber sonst liege ich ja bei 104, 105 in der Regel. Musst du versuchen, das so im Rahmen zu halten, dass du immer nah an den 98 dran bist? Oder ist man im Idealfall etwas drüber? Eigentlich sollte man schon etwas drüber sein. Man baut sich ja im Laufe des Jahres, gerade in der Grundlagenphase, baut man sich ja die ein oder andere Gewichtskilo auf, auch muskulär und krafttechnisch ein bisschen besser dazustehen. Und dann halt zum Höhepunkt hin, wie jetzt so in der Weltmeisterschaft, dann explizit runtergeht und einfach die Masse auch ein bisschen mitnimmt, ja. Und die Power, die man sich vorher anschafft. Wie sehen die letzten Wochen so aus vom Wettkampf? Entwässerst du da richtig? Ich kenne viele Bodybuilder, die haben ja ähnliche Probleme, wenn sie dann auf die Bühne möchten. Bei dir ist es natürlich noch ein Schritt wahrscheinlich professioneller. Was machst du die letzten 3-4 Wochen? Ich habe gehört, du musst da entwässern, du musst so genau auf die Ernährung achten. Ist es auch so, dass du irgendwie dann vom Kopf her da irgendwie gar keinen Bock drauf manchmal hast? So? Also 3-4 Wochen vorher auf jeden Fall, aber so früh fange ich persönlich gar nicht an. In der Regel gibt es, also wenn beim Ringen jemand langfristig Gewicht macht, dann sind es vielleicht 2 Wochen, 10 Tage bis 2 Wochen, wo er anfängt mit einfach mal ein bisschen weniger zu essen und dann langsam auch in weniger Wasserzunahme reinzugehen. Und, aber in der Regel machen es die meisten ganz krass innerhalb von 3 Tagen und 1 Woche. Okay. Und dann ist halt wirklich fast nur über Entwässerung. Also totaler Wasserentzug wenig, ja. Also ich sag, die richtig Gewicht machen und richtig runter müssen, da bin ich meistens verschont, weil einfach durch die Masse ich es doch ein bisschen einfacher habe, wie so ein Leichter. Die machen das mit ein paar hundert Milliliter am Tag, ja. Und das versucht man einfach über die letzten 2-3 Tage mit extrem Wasserentzug und auch mit Nahrungsentzug einfach da ein bisschen entgegenzuwirken, dass es einfach schneller runtergeht, ja. Also viel früher als eine Woche vor beginnt man eigentlich selten oder niemand, ja. Was mich noch interessiert beim Ringen, geht es ja wahrscheinlich auch viel um die Körperstatur, ne, wie jemand gebaut ist. Gibt es da Leute, die vielleicht genetischen Vorteil haben, wo du sagst, okay, der ist jung, der hat schon irgendwie ein breites Kreuz, klasse Vorteile gegenüber jemandem, der irgendwie ganz anders gebaut ist vom Körpertyp? Also, breites Kreuz ist beim Ringen nicht immer von Vorteil, okay. Aber wenn man die guten Ringer, die haben oft kurze Beine. Ja. Also gerade auch im Freistilbereich, es gibt ja 2 verschiedene Stilarten, Freistil und Griechisch-Römisch. Also Freistil darf man die Beine berühren und attackieren und im Griechisch-Römisch eben nur von Scheitel bis zum Kopf. Ja, vom Scheitel bis zum Kopf, mach nochmal. Mach weiter, passt. Im Griechisch-Römisch nur von Kopf bis zur Körpermitte. Ja. Und da ist in der Regel schon von Vorteil, wenn man kurze Beine hat, starke Beine, kräftige Beine vor allen Dingen, weil viel aus den Beinen gearbeitet wird. Und sonst halt gibt es keine besondere Vorgabe fürs Ringen. Ja? Je komischer und je seltener man aussieht, desto besser ist, weil dann bringt man oft eine andere Beweglichkeit mit. Und wo viele normal gebaute nicht mit klarkommen. Ja? Ein besonders langer ist besonders schwierig zu ringen, ebenso ein besonders kurzer. Ja? Du sagst ganz viel Beinarbeit, wahrscheinlich auch viel Beintraining. Wie sieht so eine typische Trainingseinheit bei dir aus? Also gerade im Speziellen mit Beine viel Kniebeugen, Tiefkniebeugen, umsetzen, reisen auch viel. Das sind so typische Beinübungen, die man im Ring macht. Ja. Da ist halt die Schwierigkeit, man braucht Schnellkraft, Maximalkraft und aber auch Kraftausdauer. Und das ist die Schwierigkeit, das zu kombinieren. Ja. In den meisten Sportarten hat man doch mehr nur einen Ausdauerbereich oder einen Maximalkraftbereich. Und das ist bei uns halt wirklich beides. Ja. Also so grundlegend mehr Grundübungen natürlich auch, ne? Mehrgelenkige Übungen und dann, wenn dann mehrere Runden sind, muss natürlich auch die Grundausdauer für dich wahrscheinlich da sein, dass du dann nicht schlapp machst, trotz der ganzen Muskelmasse, oder? Genau, das ist, wie ich eben gesagt habe, das ist einfach die Schwierigkeit, dass man, auch wenn man jetzt 6 Minuten ringt, noch kurz vor Schluss die Maximal- und Schnellkraftfähigkeit hat und kurz vor Schluss da trotzdem noch mal
wir nennen es immer so, einen auszuklinken, ja? Irgendeine Wertung, irgendeine Technik anzusetzen, dass die Kraft trotzdem noch da ist, obwohl man hier 6 Minuten aus den Beinen gearbeitet hat. Ja? Gibt es sicher welche, die sind halt ganz breit gebaut, aber nach ein paar Minuten geht denen dann die Luft aus. Ne? Oft ist so, je größer die Muskulatur, ja, je mehr Sauerstoff brauchst du. Genau. Und das ist bei uns ja natürlich genauso. Also ich bin eher der ausdauernde Typ und weniger der schnellkräftige oder eher der kräftige Typ. Und meistens trotzdem bist du ja breit gebaut, ne? Aber da gibt es wahrscheinlich noch so riesige. Ja, da gibt's welche, die sind extrem breit, aber die sind halt nach 2 Minuten kaputt. Ja? Und dann komme ich ins Spiel. Ja? Ich lasse die erstmal 2 Minuten arbeiten und dann zieht meine Stärke. Ja. Was mich da interessiert, gerade wenn du sagst, sind welche vielleicht viel breiter gebaut oder optisch auch wirken die stärker. Du weißt ja, dass du diesen Gegner vor dir hast. Wie bereitest du dich vielleicht die letzte Stunde vor dem Kampf mental darauf vor, wenn du irgendwie in der Umkleidekabine bist oder keine Ahnung, was man da macht? Was machst du die letzte Stunde vor dem Kampf? Bist du da eher der aggressive Typ oder geht man da total in sich und ist man gelassen? Und es gibt ja, wie du sagst, es gibt aggressive Typen, es gibt in sich kehrende Typen. Ich glaube, ich bin eine Mischung aus allem. Ja? Ich habe verschiedene Phasen. Ich baue mich selber auf, natürlich, ist wichtig, sich auf den Gegner einzustellen auch und dann aufzubauen und sagen, hey, du bist stark, du kannst es, du hast die und die Vorteile, nutz die. Auch wenn der aussieht wie ein Schrank, ja, dann weiß ich, ja, der geht kaputt nach 2 Minuten, wenn ich den bearbeite, also ringerisch bearbeite. Ja. Und sonst, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Phasen mit aggressiv, mit in sich gekehrt, mit überlegt. Also man muss, das ist meine Devise, man muss professionell, aber cool sein. Also, die nötige Professionalität, aber doch auch wieder eine gewisse Lockerheit, um in den Kampf zu gehen. Also man muss fokussiert sein, aber nicht zu eng. Man muss einmal den Blick nach außen haben. Ja? Was passiert rechts und links? Hast du irgendwie eine Motivationsmusik, die du dann hörst, oder bist du eher der ruhige Typ, der dann? Nee, ich habe eigentlich keine Motivationsmusik. Also wenn Musik läuft, ist schön, da singe ich auch mal mit. Das ist eben das, was ich sag, mit der Lockerheit, die auch ein bisschen nötig ist. Aber eigentlich motiviere ich mich doch durch Selbstgespräche auch und durch Beispiele, die ich mir so aus dem Leben ziehe, dass es doch Schwierigeres gibt, wie nur 6 Minuten zu ringen und sich einfach bis zum Ende zu quälen. Ja. Okay, cool. Was mir noch aufgefallen ist, so Ringer, sieht man ein bisschen diese Ringerohren mal ein bisschen. Kannst du mir sagen, wie das zustande kommt? Das ist tatsächlich so, dass man sich daran irgendwie da mal zieht? Oder? Ja, bekannt sind sie leider als Ringerohr. Ja. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, weil sie, wenn man Ringer identifizieren kann. Allerdings haben auch viele Rugby-Spieler oder auch Judokas die Ringerohren, die Blumenkohlohren, haben die ja auch. Aber in der Regel passiert es einfach so, dass es kommt halt dazu, dass es den einen oder anderen Schlag aufs Ohr gibt oder eine Reibung. Und dann hat man eben so Blutblättchen, die krachen und die auseinanderplatzen. Okay. Und dadurch läuft es erstmal voll mit Blut und auch mit Eiterflüssigkeit, ein bisschen mit Körperflüssigkeit. Mhm. Und am Anfang ist es dick und kocht und man will, man kann eigentlich nur einen Steg draufhalten, um zu kühlen. Und dann könnte man es punktieren lassen mit der Spritze. Am Anfang ist es noch flüssig, aber wenn es dann nach ein paar Tagen gekühlt wird, dann knorbelt es zu. Also es ist dann Knorbel wie ein normales Ohr, nur etwas stabiler. Also kann man auch mal mit dem Hammer draufhauen, passiert nichts. Aber es gehört dazu, oder? Gehört dazu. Also als Ringer ist man stolz drauf, wie der Fußballer auf die O-Beine. Richtig, ist man als Ringer stolz drauf, Ja, cool. Also wo ich dich jetzt schon mal hier habe neben mir, wir haben hier so viel Sand. Ich glaube, wir zeichnen mal einen kurzen Ring auf und dann lasse ich mich einmal von dir umhauen und lass mich mal überzeugen davon, dass du wirklich Vize-Weltmeister bist. Da du ja so geil drauf bist, hier mal durch den Sand gepfeffert zu werden, können wir das so. Wir sind auf YouTube, weißt du, immer wenn was passiert, gibt es viel Klicks. Von daher ist es meine Entschädigung dann, dass wir dann sorge ich dir mal für ein paar Klicks. Ja, genau. So, hier, jetzt scheppert es ordentlich, Olli hier im Ring und wollen wir mal gucken, was so ein Vize-Weltmeister drauf hat. Alles klar. Und go. So, jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Der geht pumpen. Ja, okay. Ja, Ringe ist total meine Sportart, muss man sagen. Ich krieg gerade Krämpfe und so weiter. Aber so schnell liegt ein Pump am Boden. Aber guck mal, gegen einen Vize-Weltmeister und ich lebe noch, also immerhin, oder? Vielen Dank, Oliver. Gut, dass du mich noch heil gelassen hast. Bis dann, euer Görki. Haut rein.